Es ist zum Haare raufen. Im Kölner Kunibertsviertel wurde schon wieder ein ganzes Wohnhaus in eine Airbnb-Unterkunft umgewandelt. Nicht nur eine, alle Wohnungen sind jetzt Ferienwohnungen. Die Nachbarn gegenüber sind stinksauer. Es ärgert uns alle wegen der Ungerechtigkeit. Es ärgert, das ist ein bisschen so Raubrittertum ist das, ne? Alle suchen Wohnungen. Händeringend. Einer hat Geld. Ich wohne jetzt erst 2 Jahre hier und ich finde, dass gerade so Leute wie ich, also so, die mit Studium fertig sind und anfangen irgendwie zu leben, halt extrem wenige hier wohnen jetzt in dieser Straße und natürlich auch besonders wegen sowas. Das Haus gehört einer Düsseldorfer Immobiliengesellschaft. Der Umbau läuft noch, aber die Touristen gehen schon ein und aus. Ein besonderes Phänomen ist die nächtliche Beleuchtung. So um Punkt 8 Uhr geht's an, jeden Abend. Leuchtet die ganze Nacht durch. Also sie haben, selbst wenn sie morgens um 3 Uhr aufstehen, haben sie auf dem Weg zum Klo Licht in der Bude, obwohl sie gar keins anmachen. Und dann ist alles hell, taghell erleuchtet dann da. Ne? Mich verblüfft am meisten, dass der Eigentümer die Apartments ganz offen im Netz anbietet. Die Umwandlung von Mietwohnungen in Touristenunterkünfte ist in Köln seit 3 Jahren verboten. Eine Nacht für 263 Euro, das ist ordentlich. Der Hauseigentümer hüllt sich auf meine Anfragen hin in Schweigen. Der Leiter des Wohnungsamtes zeigt sich auch wortkarg wegen der Ermittlung. Wir sind zurzeit in einem Anhörungsverfahren. Wir haben den Eigentümer angehört. Er hat eine Frist bis Anfang Januar. Und je nachdem, ob und wie er sich äußert, werden wir danach entscheiden, wie es weitergeht. In diesem Haus im Kunibertsviertel waren 2017 6 Wohnungen in Touristenapartments umgewandelt worden. Ich habe oft über den Fall berichtet. Auch hier haben die Nachbarn vehement gegen die Zerstörung von Mietwohnungen protestiert. Anwohner Hans Frank hatte den Fall an mich herangetragen. Am Ende mussten die Vermieter der Airbnb-Apartments 10.000 Euro Bußgeld zahlen. Jetzt sind die Wohnungen wieder normal vermietet. Jetzt ist alles wieder so, wie es mal war. Ja, wie es mal war, ja. Keine Fremdenzimmer oder sprich Hotelzimmer oder für eine Nacht oder jetzt wohnen feste Leute da. Das war super. Ja klar, ist super. Aufgrund meiner Berichte über diesen Fall hat der Bürgerverein am Kölner Eigelstein im Frühjahr beschlossen, das Thema aktiv anzugehen. Denn auch in dem Viertel hinterm Bahnhof verschwinden zusehends Wohnungen vom Markt. Haben Sie denn den Eindruck gehabt, dass die Stadt bis jetzt hier wirklich was unternommen hat dagegen? Nee, wie auch? Ich meine, mit 1,5 oder 2 Stellen, die es bislang gab, nee, gar nichts. Und das ist ja auch genau das, warum so viele Airbnb- oder Ferienwohnungen angeboten werden, weil nichts passiert. Und jeder weiß, kein Problem, ich kann das machen. Im Mai hatte mich der Bürgerverein Eigelstein zu seinem Fedelstreff eingeladen. Dort habe ich mit Anwohnern und Vertretern von Stadt und Politik über notwendige Maßnahmen diskutiert. Die Ratspolitiker sagten zur Verwunderung aller plötzlich zu, dem Wohnungsamt mehrere neue Stellen zu bewilligen. Es war schon Druck auf der Veranstaltung, natürlich auch nicht zuletzt durch Sie, ehrlich gesagt, ne? Als Expertin, als diejenige, die da viel recherchiert hat, Filme drüber gemacht hat. Und ich glaube, das hat nochmal den Druck deutlich erhöht. Aber dass hier konkret eine Zusage kommt, mit Zahlen schon, das hat mich sehr verwundert. Wohnungsamtsleiter Josef Ludwig hat 9 Stellen zusätzlich bekommen. Jetzt möchte er gerne das Gewerbeamt, Bauaufsichtsamt, Steueramt und das Ordnungsamt mit ins Boot holen. Je mehr Ämter dieser Stadtverwaltung an diesem Thema arbeiten, umso wirksamer können wir insgesamt sein. Was den neuen Fall im Kunibertsviertel betrifft, da sollte die Stadt auf jeden Fall rasch handeln. Denn die Nachbarn wollen hier nicht tatenlos zusehen. Wir haben gerade eben überlegt, dass wir das vielleicht auch demnächst machen. Wir brauchen Geld, wir beide. Wir wollen uns eine Wohnung kaufen und die vermieten. Genau, das machen wir jetzt. Ja.